Das wird ungewohnt. Ich muss kurz noch was machen. Hier steht keine Werbung mehr. Das geht so natürlich nicht. Oh, Junge, welcome to Summoner's Rift. Wie lange haben wir das denn nicht mehr gehört? Auf welchem Kontinent bin ich denn hier gelandet? Warum spielt der gegnerische Bard Ghost Ignite? Was ist hier los? Europa. Boah, ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Der Monitor ist so viel höher. Bin ich gar nicht mehr gewöhnt, geradeaus zu gucken. Mach die Minimap ein bisschen größer. 61 ist die goldene Zahl. Ich glaube auch, der ist am Kochen, der Bart. Ja, die wollen uns in Level 1 runterrennen, ne? Warum ist Million nicht Bot? Wäre irgendwie schon gar nicht so unwichtig gewesen, hier Level 1 auf Lane zu sein. Das ist nicht gut. Kann sein, dass sie hier drin sind. Sind sie wahrscheinlich auch. Naja. Bro, what are you doing? Scheiße! Was ist mit ihm? Oh mein Goodness! Ich hätte auch nicht mehr sterben dürfen. Level 1 einfach mal in eine Ghost Ash reintraden als Milio. Das klingt nach einem geilen Plan. Ist okay, Guys, ist okay. Das wäre in Korea potenziell auch passiert. Das hätte uns in Korea auch passieren können. Machen wir uns nichts vor. Ist das ganze Game ist jetzt gefickt durch Botlane, ne? Ja, da ist auch noch eine Ashe. Wo ist mein Video? Das fängt wirklich gut an, meine Freunde. Das fängt sehr gut an hier. Das fängt alles klasse an. Oh, ihr habt keinen Ingame-Sound. Habt ihr keinen Ingame-Sound? Oh, wait. Kriegen wir hin. Ich glaube, der keinen Ingame-Sound. Jetzt? Also Botlane ist komplett over, ne? Botlane ist absolut vorbei. Habt ihr jetzt Ingame-Sound? Das Problem ist, ich werde hier auch wieder sterben. Weil ich einfach wieder angejourneyed werde. Junge, der Bart ist einfach ein Tank, der hat doppelt so viel Leben wie ich. Also ich bin jetzt 1000 Gold behind in einer Lane, die wir eigentlich gewinnen sollten. Das ist natürlich suboptimal. Aber ist okay, Guys. Ist okay, we got this. Unser Milio ist Level 2 am Roam.
Ich würde wirklich gerne existieren, aber geht leider nicht. Ist leider nicht possible. Fängt gut an auf jeden Fall hier. Fängt gut an. Ah, ist okay. Wir sind 10 CS und 3 Kills behind, das ist doch nix. Das ist doch gar nix. Ja, wir können halt nicht lane, ist das Problem. Wir können halt legit nicht auf die Lane steppen, ne? Wir können uns einfach tot freezen. Da können wir nichts gegen machen. Wir werden ja auch gedived jetzt. Wir werden 100%ig gedived. Ah ne, die machen Drake. Das ist gut für uns. Das ist extrem gut für uns. Ich habe halt keinen Cleanse, also wird ein bisschen cringe, wenn die Level 6 sittet. Bro, ich bin eine Jinx mit 2 Langschwertern. Ich werde da nicht moven. Oh nein, Mama! Oh nein, Mama! Mama! Können wir nicht entfreezen. Ich gehe hier Base. Fluffo, danke fürs Sub. Digga, du stirbst da nicht ernsthaft gerade. Okay, Double Ghost ist schon echt wild. Double Ghost, Junge. Es leuchtet einfach alles nur noch bunt. Noble Bean, dann haben wir's ab. Bell River, dann haben wir's ab. Noch 2 Monate, dann haben wir die 2 Jahre voll. Schmeckt. Endlich wieder im deutschen Lande, na sicher. Chappi! Diamonds up. So, Ash ist jetzt 6. Kann das die Full swappen werden? Good luck euch, meine Freunde. Wenn die nur einen Kill kriegen, bin ich happy. Ich würde sagen, die Ashe ist tatsächlich ein bisschen strong. Wir hatten den Ringerschatten bekommen. Ich dachte, man kann nicht mehr spam ping. Anscheinend schon. Stormraiser Ashe. Okay, wild.
Ich bin leider hässlich. Okay, LeBlanc ist Mitte. Ah. Okay, LeBlanc ist auch noch top. Das heißt, ich kann die nächste Wave noch pushen. Ich kriege hier halt trotzdem extrem viel, ne? Was machen die? Die lassen mir hier einfach Botlane. Warum? Mal gucken, dass mich jetzt kein Arrow hier trifft. Das wäre sehr problematisch. Okay, ich bin auf jeden Fall back in the game jetzt. Ich habe 3 Solo-Plating-Spots bekommen. For some reason. Ist natürlich jetzt trotzdem, wenn man sich so die gegnerischen Champions anguckt, nicht unbedingt das S-Tier-Game für mich als... Oh, nee, Digga. Oh. Oder wie hast du den gemisst? Okay. Natürlich. Kann sein, dass die LeBlanc mich hier abholen will. We are so back, meine Freunde. We are so back. Er hat nicht gemisst, er wollte Ashe. Also wenn er Ashe wollte, ist er Pfeifet. Das war actually smart von ihm, ja. Wäre er dafür Bart gegangen, wäre bad gewesen, das stimmt. So. Und wie 1v1 sollte ich gegen Ashe inzwischen gewinnen? Ich bin sau stark. Jinx, Baby! Ah, der kriegt den Tower da leider zuerst. Okay. Brauchen noch 400 für AI. Oh, gewinnt er das? Oh mein Gott. Aber dass er das fast verliert, ist frech, oder? Der Talent stand 2-5. Ich habe jetzt keine Sums. Wir haben auch keine Ult. Wir wollen hier nicht upsteppen gerade. Bart Ult ist gleich wieder ready. Ash Arrow. Wir haben keine Melee-Ult. Wenn wir Melee-Ult haben, kann ich upsteppen. Ich glaube, ich hätte hier auch Gale Force sogar gehen. Ich kann auch immer noch Gale Force gehen, ne?
Aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist ein Gelfhaus-Game, guys. Kein Crit-Luck gehabt, leider. Ah, ich hätte jetzt Infinity Edge. Jetzt kein Infinity Edge zu gehen, ist schon sehr illegal. Aber an sich wäre Gelfer schon sehr gut hier. Crazy, dass ich da gestorben bin. Amelio hatte keine Ult und kein Heal. Hast du nicht mal Grandmaster? Ja, aber ich war einen Monat in Korea und deswegen bin ich die Kate. Also das ist immer noch, nicht ganz Grandmaster MMR, aber so 500 LP ist das immer noch. Aber ich sage euch ehrlich, das fühlt sich, also es fühlt sich jetzt schon ganz anders an. Ist schwer zu beschreiben. Okay, Ash ist auch strong, ja, Triforce ready. Warum stehen wir für Botzeit und nicht für Top Tower? Müssen jetzt Mitte defenden. Loser. So, ich nehme jetzt den Drake mit. Wir wollen hier nicht fighten. Wir wollen nicht fighten. No fighting, no fighting. Ich will jetzt einfach meine Firekin fertig kriegen. Können wir das hier fighten hier oben? Nee. Wait, what? Ja, Midiold, wir können es eigentlich noch defenden. Ich habe aber sehr, sehr viel Kohle. Das war ja komplett scheiße gespielt von mir. Hm.
Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was ich gegen den Trinamelder hätte machen sollen. Wahrscheinlich früher flashen. Ich hatte kein E mehr ready, leider. Können wir nicht einen Nash machen hier? Mehr Trinamelder wird mein Hauptproblem. Aber den, wenn ich Ghost habe, kann ich den kiten. Ja, der Flash war absolut shit. Ich hätte instant flashen sollen. Sobald Tründer mehr in Auto-Tech-Range ist, muss ich flashen, weil ich meine, der fistet mich halt, also. Der hat mich einfach durchgetackt. Stark. Muss ich da noch moven? Fuck. Ich gehe für Stopwatch. Ich darf einfach nur nicht gewone-shotted werden, dann gewinnen wir das. Aber es, ich sag's euch, Guys, es fühlt sich jetzt schon ganz anders an als in Korea. Ich könnte das gleich noch mal ein bisschen ausholen, aber also. Lauf nichts einfach dein Sub. Linden, dein Offense ab. Bist du froh, wieder zu Hause sein? Ja, ich bin sehr, sehr froh. Korea war geil, aber zu Hause ist auch immer geil. Zu Hause ist am schönsten. Oh nein! Ich hab die Waffe gewechselt! Oh, er wird ein Dancer! Ein Dancer wird das, meine Freunde! Dancing Herald! Let's go! GG! So! Damit sollten wir jetzt auch wieder Master sein, oder? Ich glaube, ich klicke plus 30 oder so. Das wäre schon frech, wenn nicht. Das wäre schon sehr frech, wenn nicht. Aber das Early Game, also das war ja ein absolutes Desaster. Shelly tanzt nicht. So frech. Das ist eine Arbeitsverweigerung. Das gibt eine Abmahnung. Wir sind wieder zu Hause. Ein Game hat es gedauert. Das hat mir auch gereicht. Ein Game im Diamond ist genug. Hier steht noch Max Verstappen, obwohl ich gar nicht mehr so heiße, ne? Riot Games Classic. Erstes Game, das wird gescreenshot. Erstes Game in Korea, in EU. I hope you all get Candy, weil wir lieben alle Candy. So, das ist dann direkt auf Twitter. Erstes Game in EU. Schön. Ich hätte nicht gedacht, dass das Game noch so eine Wendung nimmt. Aber wir hatten einen besseren Jungler. Guys, wenn ihr auch so rasieren wollt, ja, ich mach. Es wird die Woche, ich kann euch schon mal vorwarnen, Guys. Die Woche wird hart Sellout. Ja, ist Black Week. Da will jeder seinen Kuchen haben. Aber wenn ihr genau.